Willkommen bei der 104. Ausgabe, 104. Ausgabe hier aus Unterbarfuß. Musikalisch begrüßt werden Sie von der Betanich Musikkapelle Oberbarfuß, passend heute zu Unterbarfuß. Diese Ausgabe wird eine Wachsreportage werden. Herzlich willkommen zur 104. Ausgabe Unterbarfuß, wünscht Reporter Stefan Wanke. Herzlich willkommen. So, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur 104. Ausgabe hier unter Barfuß. Und da sehen Sie heute ein paar Beiträge wie die Parkere zu Heilig Katharina. Wir grüßen Martin Manuel Köll aus Karösten im Oberland. Das ist der Gruß. Und Sie sehen heute ein paar Beiträge hier, interessante Beiträge. Auf Unterbarfuß wünsche ich Ihnen dabei gute Unterhaltung und viel Spaß dabei, sagt Reporter Stefan Wanker. Und gleich neben mir sehen Sie dann die Pferde. Grüß Gott, seht euch viel mit Freude, gell? Ja, grüß dich, hallo, geht's gut? Hallo, guten Morgen. Ja, grüß dich, hallo. Geht's gut? Wo schaust du hin? Da ist die Kamera. Und hier in Unterbarfuß sehen Sie hier diesen Pferdestall, wo ich gerade euch die Pferde hier präsentiert habe. Hier, Pferdestall hier in Unterbarfuß. So, und das in der Endmeldung, wo ich euch gezeigt habe, ist der Hörtnagelhof. Der Hörtnagelhof, wo ich euch gerade gezeigt habe. Und in Unterbarfuß sieht man auch hier die schönsten Bauernhöfe. Schöne Bauernhöfe hier zu sehen. In Unterbarfuß bei der 104. Ausgabe dieser Reportage. 1989 erbaut wurde hier dieser Brunnen hier, der Dorfbrunnen mit dem Florian drauf. Baujahr 1989. Der Dorfbrunnen. Und nun sehen Sie hier die Pfarrkirche. Die Pfarrkirche zur Heiligen Katharina in Unterbarfuß hier zu sehen. So, wie heißt so schön, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Die Kirche ist wieder vergittert mit einem... Ja, leider kann man nicht hier rein, denn es ist wieder ein Gitter davor, hatte ich gerne von ganz drinnen gezeigt. Aber Sie sehen trotzdem hier etwas. So, hier nochmals der Blick zu der Pfarrkirche hier von dieser Seite hier aus, die zur Heiligen Katharina geweiht ist. So, hier zu sehen Café-Restaurant Intal. Sehr gute Speisen, sehr gute Küche und viel los hier immer zum Essen, auch für Taufen und Hochzeitsfeiern. Café-Restaurant Intal, hier in Unterbarfuß. So, Sie sehen hier die Feuerwehrhalle mit drei Einsatzfahrzeugen. Wie ich da drinnen sehe, die Feuerwehrhalle von Unterbarfuß hier zu sehen. So, Achtung, aufgepasst, ich habe eine Veranstaltung vorbereitet bekommen. 18. Februar 2023, Feuerwehrball in Oberbarfuß. Da spielen für Sie die Lumpenwander. Feuerwehrball in Oberbarfuß. Da spielen für Sie auch die Lumpenmanda, also wie gesagt, am 18. Februar 2023 in Oberbarfuß. Kommen Sie vorbei. So, nochmal der Blick zur Kirche hier, die Sie hier sehen können. So, und hier sehen Sie den Plan. Unterbarfuß. Hier den Lageplan. So, hier zu sehen die Prangeralm. Das kommt jetzt gleich. Sie sehen das Logo der Prangeralm. So, gute Speise, gute Küche, gute
Musikveranstaltungslocation hier die Prangeralm in Unterbaufuß, Prangeralm in Unterbaufuß hier zu sehen. Da gibt es sehr gute Musik, gute Speisen und gutes Getränk. Alles Mögliche, was das Herz zu begehren hat. So, wir grüßen nochmal den Manuel Köll aus Kreuzen, dann aus Oberbaufuß, Benny Bayer und Felix Sierkel, den Schlagzeugprofi. Wiederhole nochmals, wir grüßen Manuel Köll aus Kreuzen, dann Felix Sierkel, den Schlagzeugprofi, der bei Musiker Prinzing, der Superprofi Schlagzeuger ist und hilft fleißig überall aus. Dann den Benny Bayer grüßen wir auch noch. Jo! Dann abonniert Sie bitte mal den neuen YouTube-Kanal, da ist unter Stefan Wanker zu finden. Da sehen Sie den Beitrag hier aus Unterbaufuß. Jo, wie schon gesagt, das war eine Wachsreportage, es sind ein paar Beiträge hier aus Unterbaufuß. Und Reporter Stefan Wanker sagt danke fürs Zuschauen. Wiederhole nochmals Feuerball in Oberbaufuß am 18. Februar 2023. Mit den Lumpenwandern. Feuerball Oberbaufuß, 18. Februar 2023, also am Samstag. Mit den Lumpenwandern. Ja, sie seien wirklich eine Wachsreportage aus Unterbaufuß. Und gut speisen kann man natürlich hier in der Prangeralm. Da gibt es auch gute Musik. Sie sehen nochmal den Kirchturm der Pfarrkirche Unterbaufuß. Der Kirchturm der Pfarrkirche Unterbaufuß, hier schön zu sehen, die der heiligen Katharina geweiht ist. So, das war's von hier. Ich bedanke mich, das war die 104. Ausgabe aus Unterbaufuß. Ich möchte mich bei allen bedanken fürs Zuschauen. Wie gesagt, abonniert hier noch den YouTube-Kanal unter Stefan Wanker, da finden Sie diese Reportage hier aus Unterbaufuß. Und den Abschluss möchte ich wieder gestalten mit der Musikkapelle Unterbaufuß. Sag danke fürs Zuschauen und die nächste Reportage, die wird es dann aus Ammeras bei Innsbruck geben. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, sagt Reporter Stefan Wanker. Und jetzt ist doch die Sonne rausgekommen, ein bisschen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.